Shanobo bekommt zu einem neuen Dokkan Battle Video. Auch wenn es einen Tag zu spät, obwohl es ist nicht wirklich zu spät, das World Tournament läuft ja eine Weile bestimmt. Moment. Ja, 3 Tage. Also nicht wirklich zu spät. Heute geht es um das World Tournament, was gestern auf Global gestartet ist. Das dürfte alles passen mit der Zeit. Ich habe jetzt komplett vergessen, wann es startet. Dementsprechend hatte ich... Naja, ich habe dann einfach mal das Summon-Video vorgezogen, da ich es schon da hatte, damit ich in aller Ruhe das Video dann jetzt morgen bringen kann in dem Fall. Und heute werden wir wie jedes Mal in meinem World Tournament Videos darüber reden, was in diesem World Tournament so abgeht, charaktere technisch, was da neu da ist, und dann werden wir einmal spielen. Jedoch bin ich noch nicht auf der schwersten Schwierigkeit. Gleich mal vorweg, wenn ihr auch ein Video sehen wollt auf der schwersten Schwierigkeit, wie ich da einmal einen kompletten Run mache, macht mal Hashtag WTH. Ne, machen wir einfach WTH. Ein W, ein T und ein H. Hashtag WTH in die Kommentare, wenn ihr sehen wollt, dass ich die schwerste Schwierigkeit bezwinge mit meinem Team einmal. Würde mich interessieren, ob ihr sowas sehen wollt. Ich habe bis jetzt immer nur ein Video zum World Tournament gemacht. Wäre interessant. Ich werde es mal später am Ende sagen. Hashtag WTH. Und World Tournament, das 18. stand da, glaube ich. Ja. Was gibt's denn so Neues allgemein? Was gibt's denn an Rewards? Wie ihr sehen könnt, bin ich mit Platz 62.000 super dabei, weil ich heute bis jetzt, glaube ich, nur 2 Runden gespielt habe und gleich meine 3. abschließen werde. Weil ich Schule hatte und geschlafen habe zwischendurch. Aber wir fangen an mit den Rewards, ganz traditionell. Unsere diesmonatige, ich weiß nicht, unsere diesmalige Belohnung ist ein AGL Vegeto, das sich erstmal natürlich ultra sick anhört. Den kriegen wir wie immer bis zu Platz, wo ist es, 10.000? Ja. Yep. Darunter immer noch gute Tickets und Elderkais. Heißt aber also, euer Ziel sollte sein, falls ihr dann Interesse daran habt, ich zeige euch auch gleich noch, was er so kann, auf Platz 10.000 zu kommen ungefähr. Dieser Vegeto kann folgendes, Moment, dafür wechseln wir kurz die Szene. Dieser Vegeto gibt AGL Key plus 2, HP und Attack plus 50%, heißt also, ist ein unfassbar schlechter Leader. Das ist gar kein Ausdruck, er ist wirklich unfassbar schlecht, wenn man bedenkt, dass die Free-to-Play-Leader aus dem Barbershop besser sind. Keine Ahnung, wieso er so einen scheiß Leader-Skill bekommt, aber gut. Des Weiteren aber gibt er Supreme Damage, was gut ist. Und All Allies Attack plus 20% for one turn. Das ist allgemein so eine Vegeto-Sache, das machen sehr viele. Jede Karte, die nach einer Vegeto angreift, hat irgendwie einen Attack-Boost bekommen. Bei den beiden Super Saiyajins sind es 30%, beim Tech-Base-Form sind es, glaube ich, nochmal 25%. Es ist halt wirklich so eine Vegeto-Sache. Die Passive, naja, die Passive, Defense plus 100%, wenn man der erste Charakter in einem Turn ist. Außerdem Super-Type Allies Attack plus 30%. Wir haben hier eine ähnliche Karte wie die letzte, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall würde ich sie dieser vorziehen. Ich hätte also für ihn grinden sollen, weil ich werde es diesmal wahrscheinlich nicht tun. Er boostet Super-Types plus 30%. Bringt uns nicht mehr allzu viel. Oh shit, er wäre gut in einem Fusion-Team. Nicht in einem Fusion, in einem Bu-Saga-Team. Fällt mir gerade auf. Aber egal, er boostet also Super-Types um 30%. Defense jetzt nicht, aber das ist nicht so schlimm. Ich finde 30 Attack-Boost ist auch recht stabil. Jedoch, Defense plus 100%, nur wenn er der Erste ist. Ne. Ich glaube, das ist jetzt, ich spreche für alle, wenn ich sage, er ist jetzt keine Karte, die ich in meiner Rotation Main haben würde. Vor allem in einem Mono-AGL-Team gibt es da sehr viele bessere Möglichkeiten. Wenn ich jetzt Rose und Super Saiyan Vegeto habe, werde ich auf keinen Fall ihn an erste Stelle setzen. Vor allem, da er auch keinen TUR-Link hat. Heißt also leider, ich hasse das. Wieso binden sie sowas immer an die erste Stelle? Sie sollten das auf den letzten Turn bilden. Weil genau solche Karten, die dieses Prinzip haben, werden prinzipiell immer an die letzte Stelle gesetzt. Wirklich immer. Aber da will man da nicht mitspielen einfach. Die möchten da nicht mitspielen. Ein bisschen schade. Naja. Des Weiteren hat er eine farmbare Super Attack, die wir auf Global noch nicht haben, aber die uns erreichen wird. Sieht so aus. Ich finde das Art recht nice. Also können wir noch abwarten. Und des Weiteren haben wir neben diesem Vegeto ein Dokkan Awakening bekommen vom physischen Great Ape Goku aus dem World Tournament Banner? Nein, er ist ein... Ich glaube, er ist normal summonbar. How to obtain? Nein, der hier. Dokkan Awakening von dem. Ich glaube, der ist normal summonbar. Wenn es dieser... Ja, den kriegt man nur normalen Summons. Gut, das ist nicht der World Tournament... Er ist nicht aus dem World Tournament Banner, aber er hat ein stabiles Dokkan Awakening, muss ich sagen. All Types, HP, Attack und Defense plus 50%. Also wie Timebreaker Bardock ohne Key. Jetzt ist die Frage, kann man ein Team um ihn bilden, was sich gut linkt? Wenn ja, super. Wenn nicht, Pech. Also ich würde ihn nicht auf jeden Fall nicht im World Tournament als Leader nehmen. Suprema Damage, stabil, kann man machen. Und Attack plus 80% at Start of Turn mit einer Chains halt Giant Ape zu gehen. Zweimal. Ich meine, das heißt 2 Turns, oder? Also wir haben hier eine recht gute Karte.
Wenn man bedenkt, dass seine vorige Version, Moment, da. Und er fällt unter die World Tournament Kategorie. Das ist echt nice. Wenn man bedenkt, dass er davor HP plus 50 gab und Attack plus 70, wenn zwei oder mehr Gegner da sind. Ich hasse dieses Gegner-Ding auch. Jetzt 80%, safe. Das ist eine sehr schöne Karte. In einem neophysischen Team würde ich ihn vielleicht sogar mal showcasen, leider habe ich ihn nicht. Es ist nice. Kann man nicht übermeckern. Schönes Rebirth. Nett. Soviel also zu den Karten. Wir wechseln zurück zum Spiel. Perfekt. Ja, das sind die Ranking-Dinger. Es gibt ein Dokkan Awaken und es gibt diesen Vegito halt. Local gibt es wie immer den LR Piccolo, den wir dann awaken kennen, mit seinen Medaillen. Ach ja, die Medaillen braucht ihr auch, um diesen Goku von gerade zu awaken, so nebenbei. Das sollte dir so im Platz 10 bleiben, meiner Meinung nach. Platz 10 ist immer eine stabile Zahl, finde ich. Ja, und Missions natürlich, sehr, sehr wichtig. Wieder viele schöne dabei, sehr viele, um Stones zu bekommen unter anderem. Und auch, um SSR-Tickets zu bekommen. Darum solltet ihr auf jeden Fall sehr hart grinden. Ich werde dieses Mal nicht auf einem Platz grinden, sondern so lange, bis ich alle Missionen durch habe. Und mich vielleicht so um 20.000er Bereich halten kann. Weil ich möchte die Elder Kais, diese Stones hier sind sehr, sehr schön. SSR-Tickets gibt's auch. Und falls ihr euch jetzt fragt, sollte man Stones des World Tournament ausgeben? Ja, ich würde bis zu, sagen wir, 7 ausgeben. Kommt drauf an, halt wie, ja, 5 bis 7 würde ich ausgeben. Ich gebe meistens um die 10 aus, aber ist jetzt meine Empfehlung so. Sehr schöne Sachen. Ich würde das durchziehen, es ist nicht so schwer. Im Notfall könnt ihr auch erstmal die leichte Stufe spielen, um eure 20 Wins in a Row zu kriegen. Und dann die schwerere Stufe, um eure Points zu kriegen. Ranking-System gibt es nicht so viel zu sagen, würde ich sagen. Border. Pass 1 ist übrigens ein Rose, sehr schön. Border. Ah, ich bin recht weit unten. Local ist übrigens nicht eure Umgebung, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Da ist ja immer noch immer dieses Gerede. Was ist es jetzt? Aber mir wurde das auf jeden Fall so erklärt. Das sind die Leute, die mit euch zeitgleich das World Tournament gestartet haben. Ihr werdet mit denen in einen Topf geschmissen. Ja, so wurde mir das erklärt und ich glaube, das ist auch richtig. Das sollte richtig sein. Bei meinen Friends bin ich auch nicht dabei. Schade, schade. Ich glaube, dann haben wir die, ja, die Tiers. Da kommt ihr recht einfach hin. Beerus Tier. Braucht man nicht so lange. Ich glaube, dann haben wir alles wichtig um dieses World Tournament geklärt. Dann geht es jetzt natürlich einmal dran, dass wir das World Tournament auch besiegen. Ja, ich hab's heute wieder mit meinem Deutsch. Es gibt viele verschiedene Schwierigkeitsstufen. Auch hier ist wieder die 30er dabei, war das, glaube ich. Die extrem schwer ist. Also, Hashtag WTH war das. In die Kommentare, falls ihr sehen wollt, wie ich diese Stufe noch einmal komplett durchziehe. Komplett, nicht nur Finale. Wir wagen uns da mit meinem Standard-Team vom letzten Mal ran, was ich gerne nochmal erkläre. Wo ist da? Und zwar haben wir hier ein Mono-Villain-Team teils mit Rose als Leader, da er hier alle boostet, außer Vegeta, komme ich noch zu. Also er gibt Broly einen Boost, er gibt Vegeta einen Boost. Ich könnte auch Vegeta als Leader nehmen, aber dann kriegt halt Broly keinen. So sorge ich dafür, es sind halt 50%, aber beide kriegen 3 Ki und Ki ist hier sehr wichtig. Des Weiteren ist der SR10 und gut gedupt, heißt also, wenn er zur Ulti kommt, macht er auch safe einen Gegner down. Sehr schön. Dann halt LR Vegeta. Ich würde ihn, wie gesagt, immer noch gegen LR Broly tauschen, aber LR ist LR, wirklich schöne Karte. Der SR1 ist leider, aber eine AOE-Attacke macht auf seiner Ultra Super. Das ist sehr, sehr nice, muss ich halt nur dazu kommen. Weshalb wir einmal Rose haben, der plus 3 Key für Extreme gibt und Black, deswegen ist er nämlich hier drin, auch SR10 und ein bisschen geduped, heißt, er kann auch jemanden töten, wenn er ultet und gibt halt 3 Key dazu, was sehr schön ist. Dann haben wir Freezer, SR7, recht gut geduped. Tötet also sogar vielleicht auch einen, wenn er ultet. Und tankt nebenbei noch ultra gut, 70%. Killer. So kann ich damit dafür sorgen, dass ich auch nicht sterbe. Des Weiteren Super Saiyan 3 Vegeta, der jetzt nicht vom Leader-Skill betroffen wird, aber einerseits sehr gut mit Majin Vegeta linkt. Naja, gut mit Majin Vegeta linkt und Broly sogar. Und 80% Damage reduced für 7 Turns. Länger geht so eine World Tournament-Runde nicht, also auch optimal. Und, ja, da fragen sich jetzt vielleicht ein paar, warum. C18, Orb Changer, physisch to AGL. Des Weiteren habe ich ein Item, was Tech zu AGL changed. Heißt also, es ist mir recht einfach möglich, ein volles Feld voller AGLs zu machen. Deshalb halt meine Items, eine Senzu-Bohne, falls ich mit dem Leben ein bisschen schlecht dastehe. Ein Ghost-Usher, falls ich Angst habe, dass ich sterben könnte, falls kein Tank auf dem Feld ist. Einmal dieser Shen-Typ, der plus 3 Key gibt für einen Turn. Ich möchte keine Flut of Might verschwenden für sowas. Und Oolong, der halt Tech zu AGL changed. Broly kommt einfacher auf seine AOE, weil er halt die normale Ulti braucht. Vegeta braucht da schon mehr Support. Kann man so sagen. Ich habe noch andere World Tournament Teams, die ich euch zeige, nachdem wir jetzt eine Runde gespielt haben. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal schnell in diesen Teil rüber und dann am Ende nochmal die Teams, die ich habe, nämlich. Ich glaube, das hier dürfte eh nicht so lange dauern. Es ist, wie gesagt, ich glaube, Schwierigkeit 3,5? 5? Es ist eine extrem lowe noch. Ich höre, meine Schwester schreit ihr vielleicht auch. oh,
Sound nicht vergessen. Habe ich fast den Sound vergessen. Toll. das ist eigentlich eine schöne Rotation. Machen wir Moment, Verti oder Defense. Das ist knapp gleich, also so. Ich habe Glück, dass es ein STR-Team ist. So kann Vegeta da vorne ein bisschen einstecken. Selbst mit einer Ulti dürfte das nicht problematisch werden. Und Brody darf sie danach alle ficken. Wenn ich halt die Wahl habe, also wenn beide auf dem Feld sind, ist es einfach natürlich Brody die AOE zu geben. Deswegen nehme ich ihn mal als Friend mit. Er braucht halt die normale auch nur. Vegeta ist halt so, wenn es der erste Turn ist und du den Kampf schnell beenden willst, change ich halt ein paar Orbs oder hoffe halt, dass ich auf die AOE komme und mach das so. Aber sonst erledigt Brody hier im Großteil der Arbeit. Das World Tournament ist, haben auch sehr viele Leute Brody allgemein als Leader. Ihr dürft also keine Probleme haben, außer ihr seid jetzt Level 100 noch was. Da kann das vorkommen, dass ihr nicht immer einen Brody findet. So, wir sind durch. Auf der schwersten Schwierigkeit kann es übrigens dazu kommen, dass ihr nicht One-Hittet tatsächlich. Aber dafür ist Brodys zweite Attacke ganz gut. LR Androids, sage ich euch gleich, One-Hittet ihr nicht auf dieser Stufe. So, mein dritter Sieg. Wunderschön. Und ich zeige euch jetzt noch mein anderes Team, was ich so benutzt habe. Beziehungsweise Teams, die ihr noch so benutzen könnt. So, zack, zack, zack. Ah, ne. Ja, nächste Stufe war freigeschaltet. Musik aus. Ich habe jetzt natürlich dieses Team benutzt, aber des Weiteren würde es auch funktionieren mit einem SDR-Team. Leider die Links nicht allzu gut, aber Neo-God-Killer-Teams sind eigentlich immer recht stabil. Vor allem, wenn ihr Tanks habt. Die beiden tanken das ganz gut weg. Mein Gogeta auch, der eine gute Defense hat durch das Tube-System. INT-Team empfehle ich jetzt tatsächlich nicht so sehr. Obwohl, Moment. Naja, ich würde vielleicht etwas austauschen. Können wir mal das kurz durchgucken. Ich habe noch nie in Betracht gezogen, mit meinem INT-Team zu spielen. Weil ich da halt kein AOE habe. Ich würde Bardock wahrscheinlich austauschen, weil hier absolut kein Ziel notwendig ist. Auf jeden Fall nicht so notwendig, dass man für so eine Karte mitnimmt. Und dafür bräuchte ich noch einen INT-Damage-Dealer. Vielleicht den Dokkan Awakened Baby. Der kriegt nämlich guten Attack-Boost. Was sonst? Ich würde vielleicht sogar Goku Jr. mitnehmen, da der auf SH10 auch recht gut reinhaut. Ja, aber Bardock ist jetzt nicht so die optimale Karte dafür. Aber da LR Gohan drin ist, sowie Janemba und LR Piccolo, habt ihr sogar eine recht gute Tankiness hier und Buans SA ist farmbar, genau wie Gohans heißt also, und Piccolos. Ihr habt sogar drei SA10 oder SA20 Charaktere. Sogar mit dem Team würde es also gut funktionieren. Shadow Dragon Arc Team, das ist ein extrem schlechtes Team, weil ich kann halt kein gutes drum aufbauen. Da würde ich empfehlen Omega, Super Saiyan 4 Vegeta, die beide tanken, Trunks, macht sehr guten Schaden, Pan, boostet nochmal, und was gab es noch in dem Arc? Super Saiyan 4 Gogeta natürlich, habe ich den schon genannt. Ich glaube, Vegeta habe ich genannt. Schaden und Tanken. Und es gab noch eine Karte. Es gab ein optimales Team. Ich weiß nicht mehr, wie es zusammengesetzt war. Dann fürs Fusion Team habe ich versucht. Funktioniert leider nicht allzu gut, weil die Links hier nicht so optimal sind. Also, es geht. Ich hatte keine Probleme. Bin auch auf einer leichten Stufe. Aber die Links sind jetzt nicht so dolle. Ich empfehle wirklich ein Villain Team, weil die halt nochmal Key boosten. Vielleicht müsstet ihr hier nochmal jemanden reinpacken, der halt Key boostet, aber davon gibt es kein Fusion Char, also den Tech Super Saiyan 2 Goku, maybe. Und sonst, naja, man kann auch recht gut mit einem Mono AGL Team spielen. Hat ihn als Leader, Rose, der ihn boostet. Die Androids für den LR Link, Vegeta zum Kontern und Tanken. Und es gab noch irgendeinen, mit dem er sich ganz gut gelinkt hat. Ich glaube, das war der hier wegen First Awaken. Und sie als Orb Changer. Vegeta und Rose stecken nicht so viel ein, weil sie eine hohe Defense haben. Er durchs Dupe System, er durchs LR sein. Vegito kontert, deswegen ist er eh gut im Tanken. LR Androids haben durch die LR Defense auch recht wenig einzustecken. Er boostet Ki mit seiner Passive nach einer Zeit. Und Link sich ganz gut, wenn ich mich nicht irre, mit Vegeta. Moment, dürfte er sich eigentlich. Er müsste unter Shattering the Limits plus 2 Ki, okay. 2 Ki, ich dachte, er hat noch First Awakening, schade. Aber trotzdem 2 Ki. So würde mein AGL-Team also aussehen und Theafin als Orb-Changer ist jetzt auch ein Beispiel. Schreibt mir gerne eure Teams in die Kommentare und den Hashtag WTH, falls ihr nochmal sehen wollt, wie ich die 30er-Stufe zerberste. Und ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Dokkan Battle-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan Battle-Video wieder. Bis dann, haut da rein. Vielen Dank fürs Zusehen, Chernobyl und ciao!